Sechs Leute auf einem Charterboot, die der Ukraine nahestehen, die sollen die Gazprom-Pipelines letzten September gesprengt haben. Aber wie wahrscheinlich ist das und wer käme noch dafür in Frage? Und vor allem, wer hätte was davon? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Die Sprengung der Gaspipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2. Sechs Personen sollen sich ein Boot gechartert haben, eine Yacht, damit dann rausgefahren sein auf die Ostsee und dann haben sie die Pipelines zerstört. Was war das? Ein Ausflug, der irgendwie aus dem Ruder gelaufen ist? Ein Unfall beim Dynamitfischen? Oder war es eben doch ein heimtückischer Anschlag, geplant und ausgeführt von den Grünen mit dem Ziel, ihre Klimapolitik durchzusetzen? Ich zeige Ihnen gern mal Bilder aus meinem Geheimarchiv. Es war eine Aktion, die von den Grünen schon seit Jahren minutiös geplant worden ist. Hier haben wir ein Kampfboot zum Beispiel der Bundestagsfraktion bei einem von den ersten Manövern. Robert Habeck, der hat sich auf dem Parteitag 2018 zwar noch gegen die Sprengung ausgesprochen, wie man hier sieht, aber dann war er doch ganz vorn mit dabei. Und hier haben wir Annalena Baerbock beim Verladen des Sprengstoffs und hier Robert Habeck, wie er dann den Sprengstoff platziert. Dann die eigentliche Sprengung, bei der leider auch Klimaaktivisten umgekommen sind, die an der Pipeline festgeklebt waren. Und danach dann natürlich der große Katzenjammer am Strand von Bornholm. Oh mein Gott, was haben wir getan? Aber wenigstens gab es auch Souvenirs am Strand zum mit nach Hause nehmen. Und wenn Sie es nicht glauben, dann lesen Sie mal das bekannteste Buch von Robert Habeck. Kleine Helden, große Abenteuer. Da ist die komplette Aktion haargenau im Detail mit allen Beteiligten schon angekündigt worden und beschrieben worden. Aber Scherz beiseite. Wir erinnern uns wahrscheinlich alle ganz gut an Sommer letztes Jahr. Ukraine-Krieg, Sanktionen gegen Russland. Es wird uns plötzlich schwer bewusst, wie stark wir abhängig sind vom russischen Gas. Und gleichzeitig entsteht dann eben auch eine Debatte bei uns, wie weit soll man gehen, zugespitzt, soll man wirtschaftlichen Selbstmord begehen für die Ukraine. Und Russland dreht dann das Gas auch immer weiter ab. Und dann am 26. September, boom, beide Pipelines, Nord Stream 1 und Nord Stream 2, werden gesprengt in der Ostsee. Was hier aber schon gar nicht mehr der großartige Aufreger war, es haben sich viele wahrscheinlich dann gedacht, na gut, ist auch schon wurscht. Aber die Tragweite war natürlich trotzdem enorm. Es war zwar mehrheitlich Gazprom-Eigentum, das Ganze, aber es war natürlich gleichzeitig eindeutig auch ein Anschlag auf Europa, auf die europäische Energiesicherheit mit einem gewaltigen wirtschaftlichen Schaden. Und apropos Energiesicherheit, da darf ich jetzt noch mal ganz kurz erinnern an unseren nächsten Zukunftsmärkte-Report. Da geht es ja um den Energiesektor in China. China, wie schon gesagt, weltweit der größte Produzent von alternativer Energie. Es hat aber gleichzeitig jetzt auch neue Kohlekraftwerke genehmigt mit einer Leistung von 100.000 Megawatt, was viele überrascht hat und auch enttäuscht und schockiert. Der chinesische Energiemarkt ist riesig, er wird weiter wachsen die nächsten Jahrzehnte und wir schauen uns an in dem Report, was plant da die chinesische Regierung jetzt und welche Sektoren könnten dadurch jetzt interessant werden. Die Reports von uns sind gratis, dieser geht morgen raus, also denken Sie dran, falls Sie ihn nicht schon kriegen, Sie bekommen die Reports auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Und auch in China war Energie ja die letzten Jahre immer wieder mal knapp, aber eben nicht so knapp wie bei uns letztes Jahr.
Die Pipelines. Keiner will es natürlich gewesen sein, aber jetzt gab es eben neue Meldungen. Das Ganze soll eben durchgeführt worden sein von 6 Leuten, ein Kapitän, 2 Taucher, 2 Tauchassistenten und eine Ärztin mit einer Yacht, die 2 Ukrainern gehören würde, die gechartert worden sei von einer Firma aus Polen, deren Route man jetzt nachvollziehen könne und wo man im Januar dann auch bei Untersuchungen auch entsprechend Sprengstoff Spuren gefunden habe. Und die New York Times meldet, man geht von einer pro-ukrainischen Gruppe aus, was aber nicht unbedingt heißen würde, dass auch die ukrainische Regierung dahinter steckt. Und die weist es auch weit von sich, genauso wie die russische Regierung und auch die US-Regierung. Und ansonsten weiß man wohl auch, es war anscheinend eine Sprengung von außen, also nicht von innen, nicht von irgendwelchen Gazprom-Putzrobotern oder sowas. Und es waren wohl auch keine Torpedos oder Wasserbomben oder sowas, sondern eben Sprengstoff. Eine pro-ukrainische Gruppe. Und klar, stellen Sie sich vor, Sie sind Ukrainer, Sie sind jemand mit Geld und Einfluss, Sie sehen, wie Russland Ihr Land angreift, Sie sehen das ganze Leid, Sie sehen auch, wie Deutschland speziell sich vermeintlich da zögert mit Hilfen und wie es aber gleichzeitig Milliarden überweist an Ihren Kriegsgegner. Und wenn Sie dann mal abends zusammensitzen mit ein paar Gleichgesinnten, dann sagen Sie vielleicht auch, los Leute, wir chartern Boot, wir fahren da raus, wir sprengen die blöde Pipeline jetzt mal in die Luft, dann ist auch Schluss mit dem ganzen Geeier. Aber können Sie das auch wirklich durchziehen? Professionell gefälschte Ausweise, 500 Kilo Militärsprengstoff und finden Sie die Pipelines dann auch überhaupt 70 Meter unter Meeresspiegel? Können Sie die orten von einem gecharterten Boot aus und wie bringen Sie da auch den Sprengstoff runter? So tief tauchen, wenn man das nicht wirklich kann, ist eigentlich lebensgefährlich. Mit anderen Worten, sowas schafft nicht jeder und immer mehr Experten sagen auch inzwischen, dass es unwahrscheinlich sei, dass es jemand gemacht hat, komplett ohne Unterstützung durch irgendeinen Staat oder durch irgendein Militär. Also war es vielleicht doch die Ukraine, die ukrainische Regierung, dass die dahinter steckt, die ja schon immer die Pipelines abgelehnt hat, die schon immer gesagt hat, die sind eine Gefahr für die nationale Sicherheit. Aber interessanterweise, das behauptet ja noch nicht mal Russland. Im Gegenteil, Dmitri Peskow, der Kreml-Sprecher, und auch Dmitri Medvedev, die haben sich ja sogar furchtbar lustig gemacht über die Theorie, dass das jemand aus der Ukraine gewesen sein soll. Aus ihrer Sicht waren das ganz klar die USA. Oder waren es vielleicht die Russen selbst? Es ist nur nicht so richtig klar, warum eigentlich. Russland hat durch die Pipeline-Sprengung Geld verloren und noch wichtiger wahrscheinlich, es hat damit ja auch ein Druckmittel verloren. Also warum hätten sie das tun sollen? Der einzige gute Grund wäre, man will es vielleicht jemand anderem in die Schuhe schieben. Und es gibt ja auch viele, die inzwischen sagen, das kann auch eine sogenannte False Flag Operation gewesen sein. Es sei zum Beispiel komisch. Ja, dass dieses Sprengteam so professionell gearbeitet hätte und dann hätten sie aber nicht mal das Boot richtig sauber gemacht, sodass man dann Sprengstoffspuren findet und dann Schlüsse ziehen kann auf die Ukraine. Aber wenn Russland das der Ukraine in die Schuhe schieben will, warum sagen sie dann gleichzeitig, dass es nicht die Ukraine war? Wollen die uns wieder mal nur komplett verunsichern? Gehirnerweichung durch Verwirrung, ist das der Plan? Hat ja oft geklappt mit uns. Aber trotzdem, es ist ein bisschen weit hergeholt. Und damit wären wir beim Dritten im Bunde, den USA. Der US-Journalist Seymour Hersh, hier ist ein wenig schmeichelhafter Artikel über ihn in der Taz, der sagt, die Amerikaner haben die Pipeline gesprengt. Die Sprengsätze seien angebracht worden bei einer NATO-Übung in der Ostsee im Juni und 3 Monate später dann gezündet worden. Und da beruft er sich auf eine Quelle, die da angeblich direkt Einblick gehabt hat, die er aber natürlich schützen muss. Und damit kann er es nicht belegen.
Da haben seine Kritiker völlig recht, das ist schwierig. Womit sie nicht recht haben, das ist, so wie es die Taz eben geschrieben hat, dass das den journalistischen Standards nicht genügen würde. Weil, wenn sowas, würde ich sagen, auch nur im Raum steht, dann muss man das als Journalist schon bringen. Und klar, Seymour Hersh, das ist jemand, der noch auf jede US-Regierung draufgedroschen hat und er hat auch schon den einen oder anderen Bock geschossen, aber er ist jetzt auch kein Knallkopf, so wie das zum Teil dargestellt wird jetzt. Er ist Pulitzer-Preisträger. Er war derjenige, der im Vietnamkrieg das Massaker von My Lai aufgedeckt hat, der im Irak später den Gefängnisskandal von Abu Ghraib mit aufgedeckt hat, der immer ziemlich gute Kontakte gehabt hat, offensichtlich zu den verschiedenen US-Regierungen. Und wenn ein Insider in den USA irgendwas auspacken will, dann geht er damit schon sehr wahrscheinlich zu so Leuten wie Seymour Hersh oder Bob Woodward oder zu so jemandem. Es muss nichts heißen, wohlgemerkt. Aber gehen wir noch ein bisschen zurück. Die Deutschen wollten ja die beiden Pipelines immer. Alle anderen waren dagegen, speziell auch die USA. Die waren regelrecht fassungslos drüber, wie sich Deutschland da abhängig macht damit, womit sie ja leider auch recht gehabt haben am Ende. Aber es ging noch weiter. Wir erinnern uns, regelrecht Drohungen, zum Beispiel vom US-Botschafter Richard Grenell, noch unter Donald Trump, und 2019 dann vorübergehend ja auch wirklich Sanktionen gegen Firmen in Deutschland, die beteiligt waren am Bau von Nord Stream 2. Es war eigentlich eine richtige Krise in den Beziehungen. Und dann aber, kurz vor dem Ukraine-Krieg, Olaf Scholz, der neue Bundeskanzler, ist bei Joe Biden in Washington. Und auf der Pressekonferenz, da sagt Joe Biden dann tatsächlich, wenn Russland eindringt in die Ukraine etc., dann wird es kein Nord Stream 2 mehr geben. Wir werden es beenden. Und er reicht dann noch nach, ich verspreche Ihnen, wir sind dazu in der Lage. Eine unglaubliche Brüskierung des Bundeskanzlers natürlich, der sich da ja noch nicht festlegen will zu dem Zeitpunkt. Und gleichzeitig aber natürlich bis jetzt auch die einzige Drohung in die Richtung überhaupt, die wir haben. Fast schon ein Bekennerschreiben, wenn Sie so wollen. Auch wenn es von jemandem ist natürlich, der dafür bekannt ist, dass er ab und zu auch mal Aussetzer hat. Aber warum sagt man sowas? Weil einem gerade danach ist? Oder sagt man es, um es dann nicht tun zu müssen? Oder sagt man es vielleicht aber auch, weil man es sowieso schon lange vorhat? Aber was haben die USA davon, wo Deutschland Nord Stream 2 dann ja sowieso auch nicht genehmigt hat und durch Nord Stream 1 ist auch schon kein Gas mehr gekommen? Es gibt die Theorie aus wirtschaftlichen Gründen, also wenn eben aus Russland kein Gas mehr kommt, dann muss Europa in Zukunft verstärkt US-Flüssiggas kaufen, das berühmte Freedom Gas. Und das wäre für die USA wirtschaftlich ein großer Gewinn. Ist auch so. Aber meiner Meinung nach eine militärische Gasexportförderpolitik, es klingt nicht so richtig nach Joe Biden, sodass ich eher sagen würde, wenn es die USA waren, dann aus geopolitischen Gründen, um die Europäer im Bündnis zu halten, um ihnen klar zu zeigen mit der Pipeline-Zerstörung, vergesst das Gas aus Russland ein für alle Mal, es gibt keinen Weg mehr zurück. Und es ist übrigens ein Mythos, dass die Gaspreise danach nochmal stark gestiegen wären. Den Chart hier, den habe ich am Donnerstag schon gezeigt in meinem Video zum Gassektor und zu Gasaktien, nur ohne die Sprengung dann eben. Die war am 26. September zu einem Zeitpunkt, als der europäische Gasspotpreis, den wir hier haben von der Seite von Trading Economics, als der schon wieder deutlich gefallen ist. Was theoretisch heißen kann, wenn es ein Verbündeter gewesen wäre, der die Sprengung gemacht hat, dass es an einem Punkt gewesen wäre, wo der hätte sagen können, naja, die Folgen sind jetzt inzwischen vertretbar. Dessen ungeachtet, es war ein Terroranschlag, es war ein Anschlag auf vitale europäische Infrastruktur und auf europäische Sicherheitsinteressen. Und wenn, und ich betone, wenn sich wirklich herausstellen sollte, dass die USA irgendwie dahinter stecken, dann wäre das schon sehr, sehr heikel. Werden wir es jemals erfahren?
Es hat schon viele Sachen gegeben, die keiner hätte erfahren sollen und die dann trotzdem rausgekommen sind. Zum Beispiel das mit dem Mobiltelefon von Angela Merkel, das die USA abgehört haben. Das war nicht gut für die Beziehungen, auch wenn man es ziemlich überspielt hat dann danach. Aber das wäre in dem Fall natürlich nicht mehr ganz so einfach. Es würde hier schon ein Aufschrei durchs Land gehen, vermute ich mal. Und darum hat jetzt auch die Bundesanwaltschaft, falls es Spuren geben sollte in diese Richtung, vielleicht jetzt auch nicht das wahnsinnig große Interesse daran, das jetzt zu entschlossen zu verfolgen. Natürlich alles Spekulation im Moment, ist völlig klar, und ich will auch keine Verschwörungstheorien verbreiten, aber so wie die Informationslage ist im Moment, da können wir natürlich nur spekulieren. Es bleibt uns gar nichts anderes übrig, und auf der anderen Seite ist es aber eben schon wichtig, dass wir uns Gedanken machen und dass es auch weiter verfolgt wird, weil irgendwer hat es eben wirklich getan, und ich hoffe schon auch, dass das Thema jetzt nicht so sang- und klanglos untergeht. Und ich habe noch eine Theorie, wer es gewesen sein könnte. Ich habe sie schon mal gezeigt. Die Jumbo Kingdom, das berühmte Restaurantschiff aus Hongkong. Letztes Jahr ist es dann einfach spurlos verschwunden, sodass es, glaube ich, nahe liegt, davon auszugehen, dass es sich bei dieser Pipeline-Sprengung eben aus Versehen gleich mitgesprengt hat. Und das würde auch ein anderes großes Menschheitsrätsel lösen, nämlich warum hat Xi Jinping auf dem Nationalen Volkskongress 2 Teetassen gehabt? Ist völlig klar, die beiden Tassen stehen eben für Nord Stream 1 und Nord Stream 2. Geheimbotschaften, wohin man schaut. Und was hätte China für einen Grund, die Pipelines zu sprengen? Dumme Frage. China braucht keinen Grund. China ist böse. Schauen Sie in die Berichterstattung, schauen Sie in die politische Debatte in den USA und schauen Sie in die nationale Sicherheitsstrategie der beiden Regierungen. China ist der Feind, ist der Feind, ist der Feind. Und wer mit einem Ballon spioniert, der sprengt auch mit einem Restaurantschiff Pipelines. Aber ich bin zuversichtlich, dass sie trotzdem sich jetzt noch unseren gratis Zukunftsmärkte-Report besorgen zum chinesischen Energiesektor. Wie gesagt, morgen früh geht er raus, also am besten, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, noch schnell dafür eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.